Jo Leute, willkommen. Neuer Garden Free Siege gegen Epic Fail Kappa und Sombrios. Wie immer, ich schau mal, okay. Eh nichts Neues. Ziemlich viel Luis, aber vom Prinzip auch nicht wirklich was Neues. Okay, typischer Sean Chandra Tower. Ziemlich viele Molongs, komischerweise immer noch, hä? Okay, hier genauso. Fast nur Chandras. Und hier Rockjungen und Skogulls und sowas halt. Eh dasselbe. Okay, dann tja. Würde ich gleich mal mit ihm anfangen. Und da würde ich mit Kali und Raccoonie und Genny, hä? Ich glaube zwar nicht, dass der Damage von Kali reicht, um Retesh oder Luis zu killen. Aber für Perna wird schon reichen. Okay, leider halt, wie erwartet, Perna auf Will, macht nichts, reset mal halt Luis. Tja, schade, dass man sich nicht selbst ventilaten können. So, dann. Oh, das ist kacke. Geben wir gerne den Turn. Okay, scheiße. Dann ventiliert mal Raccoonie, was soll's. Ich hoffe, gerne überlebt das jetzt noch. Scheiße. Irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Kann ich Luis killen? Bringt mir aber eigentlich nicht viel. Okay. Geh mal Kali attackbar. Resetten jetzt Perna. Und arbeiten halt. Okay. Genny wird geglänzt. Glancing. Sehr gut. So, gehen wir wieder Kali attackbar. Nuken Perna. Resetten Kali. Ja, was eigentlich hier schon. Denke nicht, dass der Retesh noch großartig was machen kann. Vor allem, wenn wir Retesh jetzt noch resetten. Und Kali finisht dann das Ganze. Wahnsinn, Herr Genny ist einfach. So, was haben wir da? Okay, Sean Tower, wie immer. Jo, dann lass den machen. Üblich am Anfang mit Chloe und Wasser Twins. Würde ich sagen, ist eigentlich eine ziemlich gute Combo. Solange nicht wirklich alles schief geht. So. Okay, gerade wollte ich sagen, Chandra Perna nicht gehackt, aber jo. Wir gehen auf Chandra, hoffen auf den Defense Break. Okay, mein Vioproc. Crit. Reicht leider nicht, okay. Kill mal Perna First Life. Dafür reicht's allemal. Okay, Provoke und leider keine Immunity mehr. Macht nix. Kill Perna nochmal. Das ist egal, dass deine Twin Provoked ist. 2x50k. Ja, oh nice Vioprox Twins. Braucht man nicht. Und GG. Ja, eigentlich ein echt cooles Team. Dann. Tja.
Lass ihn machen. Wie machen wir ihn? Was anderes nehmen, Wusa, Perna und Wind Panda. Accuracy Lead. Und Panda, der ein bisschen mehr AP hat und weniger Damage macht. Als Damage Deal habe ich Perna. Und wir fokussen natürlich Perna als erstes. So. Okay. Kill. Sehr gut. Perna First Life. Defense Break. Defense Break. So viel zum Accuracy Lead, ne? Okay, scheiß am Sleep. Gut, schon wird. Jo. Genau das tun. Panda ist provoked. Ja, schauen wir mal, wie viel Damage. Crit, sonst kill, nice. So ein bisschen greedy. Weil eigentlich hätte ich trotzdem weiter auf Perna gehen sollen. Aber wenn da schon so ein schöner Defense Break oben ist, kommt der nicht halt so oft vor. Sag ich ja. Trotz Accuracy Lead. Aber gut, Perna ist jetzt down. Und dann haben wir nur noch Retash. Auch ein Retash, der Guild War Defense God ist, aber da wieder nichts mehr reißen. Jo. Okay, dann. Könnte ich den noch machen? Das wäre so eine Wassersniper-Geschichte. Mit Fran, Wassersniper. Und irgendwie wieder so ein. Ich glaube, die Manwörde überlebt das. Cool wäre. Also, ich glaube, Turn 1 kriegen wir. Wenn Wordman Sniper so viel boosten könnte, würde, dass man gleich Chandrax snipen. Du weißt halt, ich kann mit Word nicht auf Chandra gehen, eh klar. Schauen wir mal, ob es reicht überhaupt. Naja, reicht, passt. Autsch. Und ja, wir arbeiten Perna. Keine Tech Break leider, aber ist okay. Sniper kann killen. Oh, Penner geht ja noch Fran. Tech Break. Jo, Provoke interessiert nicht. Nächste Runde haben wir einen Nuke. Allerdings keine Tech Buff. Wir machen es trotzdem. Wird nicht reichen, glaube ich. Aber wenn Sniper interessiert, das Invincibility Shield eh nicht. Naja. Nicht genug Damage. Okay, aber jetzt dafür. So, was ist da? Hat Gildi verloren oder was? Tja. Irgendwie so ein Luschen-Team. Aber ist auch ein bisschen risky. Was könnte ich denn dann noch? Eigentlich könnte ich doch Poseidon dazu nehmen. Vermutlich Attack der C gerade wäre, oder?
Geht doch nicht. So, meine Tech-Lead und Poseidon macht ja auch ein bisschen AOE. Wäre cool, wenn du Iris reducen könntest und hoffentlich kein Revenge von Iris kommt. Nice. Sollte irgendwas umfallen, zumindest Iris. Okay, schauen leider nicht ganz, aber hey. Tja. Kein Hack für Chandra. Nee, da war sogar mal Poseidon irgendwie zu gebrauchen. Jo, Leute, willkommen. Zweite Hälfte. Sieht aber ja, ganz gut aus für uns. Der Tower hier ist gerade frei geworden. Noch markiert worden. Also machen wir den. Copper Bulldozer. Wir geben Copper jetzt dann eine neue Rune. Hab ich gestern bekommen. Leider noch nicht voll gegrindet. Und das einzige Ding ist, Copper hat jetzt nur noch 67% Crit. Was egal ist, wenn ich auf Wasser gehe. Aber bei Wind könnte es halt ja mal nicht critten. Aber was soll's. So, wir killen Chandra first. Bulldozer killt Wind Panda. Und ja, dann haben wir noch einen Single Kuma über. Da wissen wir ja alle, dass Kuma nichts kann. Da ist aber Bulldozer Stunning direkt. Und Bulldozer noch einen Turn. Er wird sich jetzt heilen. Zack, wieder gestunt. Defense Break. Natürlich nicht, weil Copper kann auch gar nichts. Aber ja. Ein recht simpler Fight. Und was steht da noch? Josephine. Was machen wir mit Josephine? Die irgendwie auch Windpender, ne? Noch Windpender über haben. Was nehmen wir denn noch dazu? Windpanda und Windmonkey und Louise, warum nicht? Da ist dann zwar Kuma ein bisschen im Vorteil, aber jo, das Kuma ist jetzt nicht so scary, ne? Okay, das war ziemlich unfair. So, Monkey Defense. Oh, toll. Okay, Cleansing Panda. Gehen wir auf den Monkey. Okay, Josephine Shield gerade geprockt. Silence ist gerade ein bisschen nerviger. Okay. Schon wieder Josephine Shield geprockt hier. Irgendwie bräuchte ich langsam mal einen Heal. Okay. Natürlich kein Defense Break. Aber ich wollte gerade sagen, Josephine hat ja auch wieder das Shield Ready, aber. Cleansing Monkey. Und wir gehen weiter auf seinen Monkey. Okay. Panda bekommt jetzt Attack Bar. Na gut, ist eh egal. Oh shit. Ich hätte gerade nicht mit Louise attacken sollen. Heilen wir stattdessen. Okay, ich glaube irgendwie auf Josephine gehen wäre schon besser gewesen. So, die fällt jetzt eh um. Nur noch nicht ganz. Oh Gott. So, komm mal dran, Monkey. Du killst Josephine. Komm. Okay, Josephine down.
Ich glaube, Kuma ist auf Destroy, aber. Halb so wild. Okay, Monkey down und halt ja, jetzt nur noch Kuma zum Schluss. Sage ich ja, nicht so wild wirklich. Ist ein bisschen extrem nervig das Team gerade gewesen, aber. Win is win. So, irgendein anderer, was steht hier noch? Ciara Iris. Tja, na gut. Wie immer mit Seros. Eigentlich glaube ich, dass ich Seros als Attack Lead nehmen könnte, weil die so oder so zuerst reinkommen. Oh, Gott sei Dank. Na gut, scheiße. Ich dachte wenigstens, Ophelia kommt noch dran. Okay, ich hoffe aber, ich glaube nicht, dass irgendwas umfällt. Iris könnte umfallen. Aber wir haben beide resettet, das ist gut. Okay, passt. Hätten wir den Tower auch. Der hier ist jetzt noch markiert. Der ist ein bisschen. Der ist ein bisschen sehr risky. Ich hatte gerade irgendwie so ein Ciara überlegt. Was könnte man denn mit dir machen? Das Ding ist halt, mein Orion ist halt super squishy. Aber ich mach's trotzdem. Ich denke, wenn man irgendwie den Panda oder weiß ich nicht, ob ich Panda oder Theo bombe am Anfang. Okay, wir holen auf Theo gestrippt. Okay, nice. Attack Buff Bombe und Stunt Theo. Enduro gepoppt. Okay, Theo geklänzt. Macht nix. So. Okay, ja, lass Theo killen, muss ich nicht irgendwie greedy sein, bringt eh nix. Dann wieder Tech Buff. Panda Degler gerade sich selbst geklänzt. Beziehungsweise halt Cleanse gewastet. Ja, wo Fred steht, interessiert mich eh nicht. Panda gestunt ist auch gut, okay, Ciara gestunt, nochmal Fred steht, oh nice. So, Fred steht weg. Okay, ich glaube, wir haben Detonate ready. Ich schau mal, dass ich Ophelia kill. Dann dauert es nicht so lang. So, Panda heilt sich jetzt, ne? Geht auch nicht. Okay, dann stun ihn. Und Bombin. Man erkleinst sich jetzt eh selbst. Egal, nächste Runde, wenn Ciara dran kommt. Ciara hat nicht mal irgendeine Bombe verfehlt, ha? Kommt auch nicht oft vor. Gut, letzter Attack. Nein, oder? Ja, okay, ich glaube, wir müssen den machen.
Ich habe jetzt extra noch Better nochmal dafür geruhnt, also das ist nochmal, würde ich Better nehmen, Lauren, und irgendwie hatte ich an Theo überlegt, das Ding ist halt bei, dass halt Theo vom Druid attackt wird, aber wird schon passen. Ich habe jetzt Better so eine Crap-Rune geben müssen, dass ich halt ein volles Vio-Set habe. Ich hoffe, es ist genug für das Team. Okay, dann ist den Druid controllen, Immunity rauf. Und die sind super langsam. Okay, Sean hat zwar einen Hack und alles. Okay, können wir das alles strippen? Na gut, nicht so besonders gerade. Ich hätte, glaube ich, gleich auf Chandra einfach gehen sollen. So. So, ich control mal Sean ein bisschen. Heilen Theo. Gehen halt auf Chandra. Damage ist relativ low. So, Strip vielleicht. Auch nicht. Gefällt mir gerade gar nicht. Okay, der war nicht schlecht, der Bioproc. Brauchen wir ewig Provoke. So, Defense Break bitte. Resist, resist, resist. Sehr gut. Okay, Boost mal die Attack Bar und kill Chandra. Gehen am Druid. Killen den auch. Resist Theo. Okay, nice. Na gut, gehen trotzdem auf Schauen, bleibt uns ja nichts über. So, better nice. Okay, wir killen Schauen. Dann sollten wir das haben. Boom. Nice, das waren dann glaube ich wieder. Hallo? Es geht schon wieder ab hier. Okay. Ja, das waren 10 von 10. Das Lustige ist, nicht mal, obwohl ich sogar ein paar Defense-Wins diesmal habe, ja, nicht mal Platz 1. Aber lächerlich von Gildi. Diese eine Defense, da was er hat, 43-15, hey, total übertrieben. Nur jetzt irgendwie von dem Siege. Keine Ahnung, da würde ich. Ja, was soll's. Okay, trotzdem, wie immer, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir gewinnen das und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo, willkommen zum Ende vom Siege. Haben doch noch gewonnen. Schauen wir mal, was unsere gute Trophy-Box hergibt. Grüne und blaue Runen, wie immer, ne? Oh! Doch nicht. Und das mal nicht nach Doubles Google schreit, ha? Huh? Ach. Lächerlich. Okay. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.